Ja, in der letzten Folge hatten wir ja bereits Handy und Laptop und so weiter versorgt. Das heißt, es fehlt natürlich noch etwas, nämlich mein kleines Tablet hier. Hierbei handelt es sich um einen Asus Slider. Das heißt, den kann man hier hinten so anheben und hat dann noch eine Tastatur drin, was für mich als Konsolenmensch natürlich sehr praktisch ist. Aber dieses Tablet hat leider einen gewaltigen Nachteil. Und zwar, wenn man nämlich an die Oberseite schauen, dann sehen wir hier diesen Anschluss. Das ist ja quasi der Stromanschluss, allerdings proprietärer Stecker. Tja, aber nicht ganz so schlecht auf den ersten Blick, denn am anderen Ende von diesem proprietären Kabel ist ein USB-Anschluss, ein ganz normaler, mit dem man auch an PC anschließen kann. Aber wäre auch zu einfach gewesen, das Ganze einfach mit USB zu verbinden. Mit einem normalen USB-Anschluss lädt dieses Tablet nicht. Auch nicht, wenn man die entsprechenden Datenpins irgendwie versucht zu verbinden, was bei Handys ein schnelleres Laden auslöst. Funktioniert alles hier beim Tablet nicht. Den Auslöser dafür kann man auch relativ schnell sehen, wenn man einfach mal auf das Originalnetzteil drauf schaut. Denn dieses hat hier auf der Sekundärseite nicht, wie man jetzt erwarten würde, 5 Volt, was auch zum USB-Port, der oben drauf ist, passen würde. Nein, dieses Netzteil hier macht 5 bis 15 Volt. Das heißt, sobald dieses Netzteil hier erkennt, dass das Tablet angeschlossen wurde, schaltet er die Spannung auf dem USB-Anschluss von 5 Volt hoch auf 15 Volt. Ja, würde ich mal sagen, Challenge accepted. Um die 15 Volt hinzukriegen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich bin jetzt einfach mal den Weg des geringsten Widerstands gegangen und habe mir hier so ein Universalnetzteil, was normal für Laptops gedacht ist, geholt. Wie man sieht, man kann die Spannung einstellen, unter anderem auch 15 Volt. Habe ich jetzt hier mit dem Schalter bereits gemacht. Und was ich auch gemacht habe, ist das Kabel auf der Ausgangsseite auseinander gemacht und hier neben dem Originalstecker mir noch ein Kabel dran gemacht. Und das läuft dann weiter bis zu einem USB-Port, den wir jetzt hier sehen. Den habe ich von einem alten Mainboard einfach abgelötet. Ich war jetzt nicht gerade so in der Stimmung, mir noch extra neu zu kaufen. Und ja, heißt also jetzt, auf diesem USB-Port haben wir 15 Volt drauf. Ist auch soweit schon durchgemessen. Was dann den Effekt haben sollte, dass wenn ich das Tablet anschließe, das Tablet laden sollte. Aber auch wenn ich was anderes anschließe, es ein bisschen qualmen könnte. Das heißt, diesen USB-Port sollte man irgendwie besonders kennzeichnen oder so. Denn wenn man da was Falsches einsteckt, das könnte schief gehen. Denn irgendeine Logik wie im Originalnetzteil, dass nur beim Tablet 15 Volt rauskommen, habe ich hier nicht eingebaut. Ja, das heißt dann natürlich auch, dass ich noch Strom brauche. Heißt, wir stecken jetzt dieses Universalnetzteil mal in die 12-Volt-Steckdose und das USB-Kabel jetzt hier dran. Und ja, hört sich schon gut an. Wir sehen hier auf dem Display unten rechts in der Ecke, das Ladesymbol ist da und der Akku scheint zu laden, wenn der Bildschirm nicht ausgeht. Und auch oben links, wenn wir nachschauen, ja, wird geladen.